Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. So, wir haben hier jetzt schon ein paar Teile gesammelt und gefunden. Ah, hier brauchten wir die Schlüsselkarte für. Nice. Dann haben wir grüner Schlüssel. Ah, geil, dann können wir gleich oben auch nochmal hingehen. Und wir haben noch einen Wagenheber in der letzten Folge gefunden. Und da bin ich jetzt gespannt, was wir damit jetzt alles anrichten können. Hier haben wir auch noch eine Tür übersehen. Warum war die zu? Ist da noch was? Ne, nur Plastik. Plastik brauchen wir nicht. Dann suchen wir mal uns den Weg nach oben. Weil wir da irgendwo... Hier war der Weg. Weil wir da irgendwo einen Wagenheber gebraucht hatten. Und noch irgendwo den grünen Schlüssel, den wir jetzt gefunden haben. Hier haben wir sonst alles. Und der fehlt noch. Komm. Aua. So. Errungenschaft freigeschaltet. Intermediale Lurker Hunter. Ach, das sind Lurker? Ich dachte, Lurker sind die Dinger da aus Gothic 1. Habe ich auch irgendwann mal vor, hier Let's Play zu machen. So, das haben wir geschafft. So, an die Seite, nice. So, irgendwann werde ich auch die Gothic-Reihe Let's Play. Calling the cost of the project's realization borderline criminal and its scope outrageous at least. Despite vocal opposition, the Floating Cities project does not appear to be slowing down anytime soon. According to former General Olof Wildstrom's latest statement on the issue, we are fully aware of the strain this puts on our people. Nevertheless, our options are becoming increasingly limited. We must pull through this together or join Stockholm beneath the Hier ein Monster. Wildstrom Lurker. Und erst nehmen wir das dann mit. Überreste, nice. Whistleblowers, Olof Wildstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further corroborate his story. Ich höre hier irgendwo Lurker rumlaufen. Boah, guck mal, wir haben sogar 10 Fleisch gerade, sehe ich jetzt erst. Hier haben wir grünen Schlüssel gebraucht. Vielleicht ist der Lurker hier. Da ist er. Okay, der war daneben. So, 11 Fleisch haben wir jetzt. So, gibt es hier noch Hinweise? Oder sonst irgendwas? Hier, noch ein Hinweis. Und ein Anzünder. Mango Nana aufnehmen. Olof, you coward! Komm, Pilzomelette essen wir mal. So. Oh, wie geil. Seht ihr den grünen Balken da? Was passiert, wenn wir den hier trinken? Was steht denn da? Diese Mahlzeit ist nicht so gut ganz gelungen. Okay, das hat jetzt nicht wirklich was bewirkt. Was, wenn wir das jetzt noch... Ah ja, das, also wenn wir das jetzt noch zu uns nehmen. Mango-Nana in Safter. Ja, Rezepte bin ich mir nicht sicher, ob wir die eigentlich brauchen. Also zumindest vom aktuellen Stand her. Also sonst gibt es hier nichts. Außer diese Tür. Boah, dass es jetzt nicht mehr am Dröhnen ist. Sobald wir hier draußen sind, feiere ich auch ein bisschen. Angenehmer für die Ohren. Von der anderen Seite verschlossen, okay. Hier gibt es sonst nichts, ne? Und das wäre hier geil. Ist das eigentlich ein... Ich glaube, das ist von irgendwelchen Konzernleuten, so ein Schiff. Dass die hier irgendwelche Meetings abgehalten haben und so weiter. Und geplant haben, wie die, keine Ahnung, was machen. So, was gibt's denn hier? Gibt's hier noch irgendwas? Badewanne. Alter, wie geil. Hier einfach Wasser laufen lassen, entspannen.
Aber warum hier eine Badewanne und dann hier nochmal so eine große? Oder das ist ein Whirlpool. Kann auch sein. So, dann gehen wir mal nach oben. Achso, hier bräuchten wir eine Bombe. Dann können wir mal schauen, was haben wir denn alles jetzt? Wir haben hier elektrische Leitung, Kugel, Anzünder, mechanisches Teil und Aufnahmegerät. Ich glaube, wir müssten dann nochmal nach ganz unten. Da in diesen einen Raum, wo hier alles gab's. Wo wir was bauen konnten. Da war ja noch einer. Wer weiß, was wir dafür kriegen. Boah. Wieso erschrecke ich mich von denen so sehr? Immerhin gibt es jetzt noch mehr Fleisch. So. Erschrecke ich mich immer aufs Übelste bei denen. Weil die erstmal immer so leise sind. Aber hier, die Spawnrate von denen ist aber auch sehr hoch hier, finde ich. Die spawnen auf jeden Fall sehr, sehr schnell wieder nach. So, und dann hier jetzt noch. Da. Lass mich raten, das ist jetzt die Bombe. Benötige eine elektrische Leistung, einen Anzünder, einen Gastank und eine Kugel. Gastank? Wo kriegen wir jetzt einen Gastank her? Ist bestimmt zwischen den ganzen Kunststoff hier. Gastank! Ja, okay. Dann habe ich das wahrscheinlich erstmal für Plastik gehalten, den Gastank. Kann ja auch passieren. Und da haben wir jetzt eine Bombe. Okay, das heißt dann, wir müssen jetzt wieder nach ganz oben laufen. Und dann aus irgendwelchen Gründen die Tür sprengen. Weil wir dafür keinen Schlüssel oder sonstiges kriegen. Und dann kommen wir an irgendwelche Lurker wieder vorbei. Und damit meine ich nicht die Lurker auf Twitch, die immer wieder nur gerne mal zuhören, aber nichts im Chat machen. So, da liegt er. Alter, was Fleisch angeht, können wir hier öfters mal vorbeikommen und... Warum muss es jetzt wieder dunkel sein? Warum muss es wieder dunkel werden? Mag ich nicht. Wir können gleich nämlich wieder nichts sehen. Also, erste, was wir machen, sobald wir wieder auf unserem Schiff sind, ordentlich was zu mampfen. Weil so viel Fleisch, das können wir auf jeden Fall ordentlich genießen. So. Okay. Bootleg Fireworks, nice. Geilen Erfolg. So, hier haben wir wieder eine neue Kiste. Neuen Bauplan. Und hier auch nochmal. Was schmeißen wir dafür weg? Rezept Barbecue. Mango Nana. Pilzomelette. Weißt du, was wir wegschmeißen können? Wir haben ja so viel davon, dann können wir erstmal das hier vielleicht wegschmeißen. Dann nehmen wir den Bauplan mit. Mit dem Schrott können wir eh nichts anfangen gerade. Oh, noch ein Balboa. Wir haben eh so viel Schrott gerade mitten bei uns. Den Hinweis können wir nichts mit anfangen. Aber ich glaube, hier sind wir dann jetzt erstmal durch. Ging jetzt schneller, als ich erwartet hätte. Okay, wir können hier noch außenrum ein bisschen was machen und es regnet.
Okay, hier außenrum gibt es jetzt nicht wirklich irgendwas. So, oh, Affenzucker spielt Sons of the Forest. Danke für die Info. Habe ich vergessen auszuschalten. Schöne Grüße an Affenzucker. So. Ich höre den wieder und sehe ihn aber nicht. Da kommt er schon. Treffen muss aber auch gelernt werden. So. Wunderschöne. Aua, wo ist denn der? Da. So. Dann hoffentlich kriege ich die Steinpfeile auch alle wieder. Alter, ganz schön viel Fleisch haben wir jetzt. Aber sehen tue ich immer noch nichts. Aber ich bin froh, wenn wir gleich erstmal von hier raus sind und auf unserem Schiff wieder. Aber erledigt haben wir hier jetzt, glaube ich, alles. So. Und dann müssen wir gleich mal unsere Baupläne erlernen. Und auch noch erstmal was trinken. Yo! Boah, wie geil das ist. Seht ihr das da unten in der Gesundheitsanzeige? Durst- und Hungeranzeige? Wir müssen die Dinger bauen, womit wir die Dinger machen können, meine ich. Hier mixen und kochen. Wir müssen das hinkriegen. Ich habe voll Bock drauf gerade. So, und dann schauen wir mal, wo Boris ist. Da ist er ja. Aha. So, dann können wir wieder so machen. Was sagt der? Der sagt in die Richtung. Okay, dann hier ist die Treppe. Dann gehen wir erstmal unseren Anker lichten. Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Aber als allererstes hier öffnen. Lenkrad und Motor. Yo, nice. Das packen wir dann erstmal wieder hier hin und hier hin. So, hier Lenkrad. Und Motor haben wir hier. So. Leiterplatte und Planke brauchen wir für Motor. Aber für Lenkrad. Lenkrad können wir jetzt sogar schon bauen. Alter, nice. Ich würde sagen, aber fürs Erste packen wir den vielleicht. Vielleicht hier. Komm, erstmal hier. Ah, okay, so funktioniert das. Dann würde ich den hier vielleicht. Obgleich drückt die falsche Taste. Dass ich das dann genau hier sehen kann. Weil das ist vorne, wo wir hingucken. Das heißt, wir können den hier offen lassen. Und immer in diese Richtung. Immer nach vorne. Weil wir hiermit jetzt lenken können. So, erstmal auch noch alles wieder sortieren, hier einlagern. Wir haben hier Rüben. Die Planken nehmen wir erstmal wieder zu uns.
Komm, die Rezepte packen wir auch erstmal hier hin. Was wir damit machen können, keine Ahnung, aber den lassen wir mal hier. Und die Bolzen hier rein. Scharniere haben wir voll. Das hier rein. Komm, dann können wir vielleicht... Was mit Motor? Können wir immer noch nicht. Wir brauchen Leiterplatten. So. Wir haben aber nicht genug Metallbarren. Dafür brauchen wir Kupferbarren. Haben wir Kupfer? Nein, wir haben kein Kupfer. Das heißt, wir brauchen 4 Kupferbarren. Warte, mein Werkzeug können wir von hier auch wieder rausnehmen. So, nein. Ich würde sagen, das packen wir erstmal hier hin. Hier hin. Was wir damit anfangen können, keine Ahnung. So, die Axt kommt wieder hier hin. Schaufel kommt hier hin. Angel. Komm, das machen wir hier rein. Das kommt hier rein. So. Die können wir zusammenpacken. Das packen wir auch mal hier rein. Beziehungsweise wir können mal ein paar Nägel machen. So. Dann machen wir das so. Und so. Wird fürs Erste passen. Genau, hier wollten wir... Wir können ja... das nehmen wir. Boah, ich finde das gerade echt super, jetzt, dass wir Lenkrad haben. Aber schauen wir mal, wie weit wir jetzt hier bauen können. Und... So. Den haben wir. Ja, ich finde das super, dass wir jetzt genau fahren können, wo wir hinwollen. Dass wir gezielt die Richtung auswählen können. Außer die Tatsache, dass wir immer noch sowas hier einsammeln. So. Ich finde es aber auch gut, dass wir jetzt die billigen Speere erstmal los sind. So. Können wir hier auch schon mal so. Und den da brauchen wir auch noch. Komm, den kriegen wir doch, oder? Ja, nice. Komm, das nehmen wir mit. Dann haben wir zumindest ein bisschen was. Wir haben fast gar nichts bekommen davon. Was soll denn das? So. Das nochmal wegschmeißen, das wegschmeißen. Das wegschmeißen. Ah, das Fleisch wollten wir eben. Noch grillen, auch noch. Oh, wir haben Kartoffeln hier. Ja, dann tun wir die Kartoffel auch noch mit drauf. Und die Kiste wollen wir haben. Das war aber ein weiter Wurf. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal so weit geworfen hatten. Und jetzt haben wir wieder... Oh, hier können wir nicht hinbauen. Warum? Weil wir wahrscheinlich die Dinger hier brauchen, ne? Und da haben wir jetzt keine Nägel auf Tasche, natürlich. Aber zum Glück haben wir vorgesorgt. Dann falsche Kiste. Wir nehmen das und den Haufen. Und da kommen wieder Fässer. Die müssen wir auch noch mitnehmen. So. Oh, nochmal Affenzucker. Grüß an dich. So, den haben wir. Dann müssten wir jetzt hier anbauen können. Nice. Und... nee. So. Dann müsste es jetzt damit wieder laufen. So.
Ja, nice. Den haben wir auch noch. Den packen wir jetzt ganz schnell hier hin. Und die Kiste auch noch. Brauchen wir. So. Wie viel da hinten jetzt kommt? So, aber wir müssen auch noch wieder unseren Müll wegschmeißen. Drei Fässer auf einen Schlag. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. So, komm schon. Komm. Ja, nice. Geil, die beiden auch noch auf einen Schlag. Aber dafür eher mehr Müll, was wir nicht brauchen. Die beiden machen wir zu einem Stapel. Und das kann weg. So. Ich würde sagen, vielleicht da hinten. So, und ich muss erstmal auch noch die Kartoffeln da einsammeln. Da können wir auch die Steaks hier rein. So, beziehungsweise die eine Kartoffel packen wir noch da rein. Und dann machen wir jetzt die Steaks. Boah, unsere Hunger- und Durstanzeige sind immer noch nicht drastisch gesunken. Leute, wir müssen mehr kochen. Alles andere macht keinen Sinn. Wir müssen mehr kochen. Oder mixen. Und den kriegen wir nicht. Nein! Ah, nochmal Gruß an Affenzucker. Hat wahrscheinlich auch Schwierigkeit, Sons of Freud zu zocken. Ich habe das ebenfalls. Bei mir funktioniert das zumindest nicht zusammen mit OBS. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Andere machen das definitiv richtig. Ich sehe das ja auch bei denen auf Twitch oder auf YouTube. Ich mache da definitiv irgendwas falsch, denn bei mir funktioniert das mit OBS gar nicht. Das finde ich schade. Ich würde wirklich gerne auch mit euch zusammen The Forest streamen, aber es funktioniert bei mir einfach nicht. So, ich musste eben nochmal einen Schluck vom Energy trinken. Dann schauen wir mal. Komm. Lang tun wir noch rein. Ah, ich feiere das jetzt total. Wirklich, dass wir das hier jetzt haben. Bei der nächsten Insel aber, wo wir ankommen, müssen wir definitiv auch nach Kupfer suchen. Und ein paar Bäume fällen. Wir brauchen wieder Planken. Keine Palmblätter. Haben wir irgendwas davon? Ja, haben wir leider. 10 Kartoffeln haben wir. Nice. Können wir auch erstmal hier reinpacken. Aber dafür können wir die hier auch mal grillen. So. Was wir damit anfangen, weiß ich immer noch nicht. Immer noch keinen Schimmer. Hier, die können wir mal zusammenpacken hier. Scharniere packe ich mal zusammen. Ich würde sagen, die beiden tauschen mal die Plätze. Sonst habe ich nichts, was ich hier rein kann. Die Nägel lasse ich noch bei mir im Inventar. Weil wir später, sobald wir das da fertig haben und unten ausgebaut haben, auch nach oben nochmal erweitern müssen. Ja, zumindest laut dem Bauplan von mir müsst hier jetzt überall auch einmal drumherum noch einmal so eine feste Wand sein. Also so gerade nach oben. Das muss jetzt nicht mehr schräg gemacht werden, sondern gerade nach oben. So, da kommen direkt zwei auf einem Schlag. Und ich hoffe, da sind genug Planken drinne. So, können wir jetzt schon mal versuchen, riskieren. Ich hoffe es. Nee. Machen wir mal so. Ich hoffe, wir kriegen jetzt beide. Boah, geil. Und es ist nicht genug.
So. Dann machen wir jetzt noch einmal da hinten die Seile voll. Wir haben Fass übersehen. Oder eine Kiste oder sowas. Den haben wir komplett übersehen. Ah, toll. Ich bin ein Genie. So, abwarten, abwarten und jetzt. Komm, 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 komm. Ja, nice. Und der hat nichts, was wir brauchen. Das war eine echte Enttäuschung. So, hier kommen wir nicht mehr durch. Aber dafür können wir... Sobald wir gleich erstmal ein bisschen Planken wieder haben. Oder an eine Insel ankommen. Bauen wir hier erstmal aus. Eine Planke reicht zumindest hierfür. Ich glaube, wir machen so erstmal den Bereich, damit wir hier so rumlaufen können. Ja. Da hinten ist wieder ein Raft. Aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Den kriegen wir so nicht. So, komm, komm, komm. Den will ich haben. Komm zu Papa. Ja, nice. Eine Planke. So. Dann den da wollen wir haben. Ich hoffe, den erwische ich. Nice. Zwei Planken. Toll. Ich pack mal das hier hin, damit wir auch sehen, wie viel... Da war... Nein. Komm, 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 komm. Schnell, schnell, bevor wir den verpassen. Den will ich nicht auch noch verlieren. So, und dann den da noch. Ah, herrlich. Ah, wir müssen hier aber auf jeden Fall deutlich ausbauen. Mal gucken, wie weit die Stakes sind. So. Ich hoffe, die beiden kriegen wir. Ich habe zumindest zu weit nach links geworfen. Den werden wir aber kriegen. Und ein Palmblatt auch noch. Und noch ein Palmblatt. So, dann schmeißen wir das hier weg, das hier weg, das hier weg, das hier weg. Zartes und saftiges Fleisch, gegartes Fleisch, nice. Ah, da freue ich mich schon. Aber hier fahren wir nicht genug. Haben wir denn dafür genug? Ja. Und ich falle hier wieder runter. Tschüss, Raft. So, drehen, drehen, drehen. Hier ist passend. Sauber. So, wir schnappen uns den da, damit der uns direkt unten markiert wird. So. Fässer sehe ich jetzt gar nicht. Nee, die Planke tue ich jetzt nicht da rein. Möwe. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.